Hier haben wir schön Lauch vorgezogen. Wunderbare Pflanzen. Lauch. Und die kommen jetzt ins Beet. Dazu markiere ich mir die Reihe. Hier habe ich mit dem Rechen markiert, damit man schön sieht, wo entlang man pflanzt. Und ein weiteres Utensil, was man braucht, ist irgendein Stab oder ein Stock. Dann fängt man vorne in der Reihe an, macht ein Loch. So. Dann nimmt man seinen Lauch. Hoi. Und löst einen Lauch heraus. So sieht der Lauch aus. Wie ein kleiner Schnittlauch. Und der kommt dann eben in dieses Loch rein. Ruhig tief. Also wie man sieht, die Wurzeln sind schön. Die Pflanze ist schön. Und dann wird sie immer in dieses Loch hereingelassen. Und im Abstand von etwa 20 cm. Und der Reihenabstand zwischen den Reihen, da würde ich 30 cm wählen. Wir haben jetzt Mitte Juni und es ist schon etwas spät. Aber Lauch ist ja ein Wintergemüse. Er ist frostfest und wird den ganzen Winter hier auf dem Beet verbringen. Er wird dann nach Belieben geerntet. Und deswegen habe ich es hiermit auch gar nicht sonderlich eilig. Okay, die nächste Reihe. Das Ganze wird jetzt selbstverständlich noch angegossen. So, später noch mal ein bisschen. Wir haben jetzt hier zwei schöne Reihen. Da werde ich ordentlich Gemüsesuppe von essen können. Und Lauchsuppe. Vielleicht werde ich dazu auch noch ein Rezept zeigen. Dieser Lauch wird mich hoffentlich wohl nähren. Wie man sieht, der Lauch hat sich hervorragend entwickelt. Und da er frostresistent ist, werde ich ihn über den Winter auch hier stehen lassen und nach beernten. Es haben sich hier richtig kräftige Stiele entwickelt. Der Lauch hat so gut wie keine Pflege benötigt. Und bald werde ich den ersten ernten. Ja, hallo, wir haben jetzt Ende Januar und ich bin alles schon vom Lauch am Ernten. Wichtig zu beachten ist, dass nur winterharter Lauch Frost aushält. Und das hier ist winterharter, aber auch der nimmt Schäden. Der friert auch etwas kaputt. Und was man auch beachten muss, ist, dass man ihn nur erntet, wenn kein Frost ist. Wenn man die Pflanze gefroren aus der Erde zieht, dann wird sie keine gute Qualität haben. Hier sieht man Schädlinge. Ich denke, das wird die Lauchfliege oder ähnliches sein. Ja, die Pflanzen sind auf jeden Fall etwas beschädigt. Aber es wird bestimmt gehen. Wie gesagt, ich habe den Lauch jetzt schon relativ häufig beerntet. Man muss dann halt das, was außen kaputt gefroren ist oder nicht mehr schön ist, muss man halt entfernen. Und man nimmt dann nur den inneren Teil, der noch schön ist zum Kochen. Hier die Wurzeln schneidet man einfach ab. Und dann hier oben kann auch alles ab. Das wird dann zu faserig. Hier muss man halt dann wegschälen, was nicht mehr schön ist. Und hier in der Mitte sieht man dann, also Ende Januar, der Lauch ist noch absolut genießbar. Ja, hier, der ist schon ziemlich durch. Es liegt aber nicht am Frost, sondern an Schädlingen. Ja, wenn man den früher im Jahr erntet, ist der natürlich schöner, das ist vollkommen klar. Und damit geht's jetzt in die Küche. Köstlich.